Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ende der Debatte kann man, glaube ich, festhalten, dass es erwartbar einen großen Konsens gibt bei der Frage des Ausbaus der Palliativ- und Hospizversorgung in Deutschland, dass wir da an einigen Stellen noch besser werden müssen, dass es zum Zweiten, so scheint mir es jedenfalls, einen relativ großen Konsens gibt bei der Frage, gewerbliche organisierte Sterbehilfe, ein Geschäftsmodell mit dem Tod zu verbieten, auch Werbung für Assistenz bei der Sterbehilfe, bei der Suizid-Sterbehilfe zu verbieten. Niemand möchte an der Litfaßsäule neben der Cola-Werbung die Werbung für sanfte Sterben oder anderes sehen, da also klare Grenzen zu ziehen. Ich glaube, das ist ziemlicher Konsens. Wo aber liegt die große Differenz in der Debatte? Und da scheint es mir vor allem um die Frage des Arzt-Patienten-Verhältnisses zu gehen und der Frage, was ist da zu regeln und was ist da nicht zu regeln. Und ich finde, wir müssen aufpassen, wenn man die Debatte noch mal so sich anschaut, dass wir da nicht auch Probleme großreden, die eigentlich so groß keine sind. Die Beihilfe zum Suizid, das ist jetzt mehrfach gesagt worden, ist in Deutschland straffrei. Steht daneben ärztliches Berufsrecht. Aber ich sage trotzdem mal, zeigen Sie mir einen Fall in Deutschland, in dem ein Arzt berufsrechtliche Probleme hatte, weil er in einer intimen, persönlichen Vertrauenssituation mit dem Patienten Beihilfe zum Suizid geleistet hat. Einen einzigen Fall, den gibt es nicht, den werden Sie nicht finden, außer es hat jemand mit System wiederholt diese Beihilfe geleistet. Aber wenn jemand einzeln, im Einzelfall in einem Arzt-Patienten-Verhältnis dort Unterstützung gegeben hat, hat es nicht einmal berufsrechtliche Probleme gegeben. Und ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier ein Problem großreden, das eigentlich gar keins ist, um es dann anschließend zu regeln. Denn die Frage des höchst intimen, höchst individuellen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient, die macht eben im extremen Einzelfall, und das müssen die beiden miteinander ausmachen, wer soll es denn sonst entscheiden und miteinander austragen, schon heute eine entsprechende Unterstützung möglich. Was anderes ist aber der Moment, wo wir anfangen, das zu verrechtlichen. Dann machen wir aus dem extremen Einzelfall auf einmal einen normierten Normalfall. Eine Option von vielen anderen, die ganz selbstverständlich da steht. Und dann fange ich auf einmal an, Kriterien zu normieren. Gerade sagte jemand, ein Redner, bei Bedarf. Spannendes Wort, bei Bedarf. Jemand anderes sagt dann, wenn man Kriterien macht, der ein Vorschlag in der Debatte sagt ja, bei einer tödlich verlaufenden, unheilbaren Krankheit. Aber dann sind Sie als diejenigen, die das vorschlagen, wenn Sie ehrlich sind, am Ende auch nicht konsequent. Wenn Sie sagen, Sie stellen das Selbstbestimmungsrecht in die Mitte Ihres Vorschlages, warum begrenzen Sie denn dann das Selbstbestimmungsrecht wieder nur auf tödlich verlaufende Krankheiten? Diejenigen, es gibt ja verschiedene, ich habe jetzt nicht alle Namen immer zugeordnet, aber es gibt ja Vorschläge, die so sind. Und ich hatte vor kurzem eine Anrufsendung, wie wir sie alle kennen, im Radio auch zum Thema, zu diesem Thema, das wir hier diskutieren. Und da sagte eine Anruferin, für mich ist das Leben schon nicht mehr lebenswert, wenn ich einen künstlichen Darmverschluss habe. Ich möchte nicht, dass andere sich da um mich kümmern müssen. Ich möchte da nicht abhängig sein beim Stuhlgang von der Hilfe anderen. Das ist für mich, habe ich gesagt, über den Fall reden wir aber eigentlich gar nicht. Das ist keine tödlich verlaufende Krankheit. Und das ist die große Sorge, die ich habe. In dem Moment, wo wir auf einmal Kriterien machen, wir ganz schnell über die Debatte haben, was denn noch alles möglicherweise damit reinzunehmen ist. Und ich sage noch einmal, und das ist dann auch nicht konsequent, einerseits das Hauptargument, das Selbstbestimmungsrecht zu haben, dann gilt das auch für den Darmverschluss. Und es dann selbst wieder an anderer Stelle zu begrenzen, weil Sie genau wissen, dass wenn man die Grenzen nicht klar zieht, Sie selbst dann auch eine schiefe Bahn sehen, die sich dann entsprechend, auf der es dann ganz, ganz schnell ganz rutschig wird. Und deswegen möchte ich sehr davor warnen, dass wir irgendwie versuchen, dieses persönliche Arzt-Patienten-Verhältnis zu verrechtlichen, mit Kriterien zu füllen, weil jedes Kriterium, das da irgendwie definiert wird, sofort wieder die Frage stellt, warum nicht andere, warum nicht mehr. Der Fall Belgien mit 25 Änderungen am Gesetz ist schon genannt worden. Und da möchte ich auch auf das Beispiel oder den Fall eingehen, der angesprochen wurde, ICEs, der Freitod, der Selbstmord, in dem man sich vor den Zug schmeißt. Die allermeisten Fälle, 80-90% derjenigen, die das tun, sind psychisch krank. Bezweifelt keiner die Zahl. Menschen mit schweren Depressionen, die man vielleicht bei einer entsprechenden rechtzeitigen Behandlung hätte helfen können. Ich kenne niemanden hier, der sagt, bei psychisch Kranken soll das wie selbstverständlich genauso gelten, sondern eigentlich sagen alle in der Debatte,
Psychisch Kranke sind natürlich nicht in ihrer Selbstbestimmung völlig frei. Für die sollen die Regelungen nicht gelten. Dann darf man aber in diese Debatte auch nicht im Beispiel des ICE-Lokführers hier einführen. Das passt dann an der Stelle nicht zusammen. Deswegen möchte ich einfach nur abschließend dafür werben, dass da, wo wir auch großen Konsens haben, Verbesserung der Palliativversorgung, Verbot des Geschäftsmodells mit dem Tod, mit der Sterbehilfe, wir auch übrigens bitte in einzelnen Abstimmungen zu den einzelnen Punkten, wir hier schnell zu einem Konsens kommen und anschließend uns vielleicht eher darauf verständigen, dass es mehr Debatten darüber braucht, auch wie sehr das Sterben, der Tod zum Leben gehört. Ich war Ende 20, als ich zum ersten Mal einen Toten gesehen habe. Meine Eltern, meine Großeltern haben mir gesagt, das war früher ganz normal für ein Kind, dass man auch einen Menschen sterben, einen toten Menschen sieht. Wir haben heute den Tod, die direkte Konfrontation mit dem Tod für Kinder, für junge Menschen, zum Teil schon für Erwachsene, völlig aus dem Leben verbannt. Kaum einer hat je einen Toten gesehen. Und vielleicht hilft eine Debatte wie dieser deutlich zu machen, dass Tod, das Sterben am Ende auch zum Leben gehört. Letzter Rednerin dieser Debatte erteile ich das Wort der Abgeordneten Maria Mich.